Leute, könnt ihr es glauben? Der November ist zum Ende gekommen und ich, euer Oruboy, hab natürlich wieder einige Manga gelesen. Und deswegen freue ich mich voll in dieser zweiten Folge des Formates Gelesen. Das klingt mir irgendwie nicht episch genug. Ich muss meine Stimme ein bisschen... Ich versuch's nochmal epischer zu sagen. Vielleicht kommt's dann rüber. Gelesen. Ah ne, ich brauche einen anderen Namen. Auf jeden Fall in diesem Format werde ich über jeden Manga kurz mit euch reden, spoilerfrei, den ich im Monat November gelesen habe, über jede Reihe etc. Bisschen was dazu sagen. Und das ersetzt quasi mein Manga-Sammlungs-Update, wo ich immer so Holz gemacht habe. Weil ich finde Holz so ein bisschen gegenstandslos. Ich packe einfach aus, was ich gekauft habe. Oh, guck mal, so schön. Ich habe Geld ausgegeben, Papierkammer, wow. Super toll, aber ich kann nichts zum Inhalt sagen. Super, super wack. Deswegen reden wir hier nur noch drüber, was ich gelesen habe. Und wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei rum. Dieses Regal hinter mir sieht immer ein bisschen nackt aus, wenn ich die ganzen Manga auspacke, die ich gelesen habe. Deswegen fange ich mit dem Größten an, was hier vor mir auf meinem Tisch, das seht ihr nicht, ausgebreitet ist. Und das stelle ich dann wieder zurück. Und am Ende sind wir zufrieden. Ich fange an mit... Oh, Digga, ich muss definitiv trainieren gehen. Das ist ja... Ist ja unfassbar. Mit diesem Schuber, Neon Genesis Evangelion Perfect Edition, habe ich jetzt bis Band 5 gelesen. Mir fehlen noch Band 6 und Band 7. Dieser Schuber kam mit dem Abschlussband, Band 7, vor ein paar Tagen raus. Wenn ihr das seht, ist er vielleicht eine Woche draußen. Vielleicht kriegt ihr ihn sogar noch. Der Schuber ist ganz cool. Ich feiere es allerdings nicht so. Das habe ich Carlsen auch schon gefeedbackt, dass da ein bisschen viel Platz drin ist. Also ich finde, der könnte ruhig enger sein. Ihr könnt zwar irgendwelche Karten zwischenschieben, habe ich auch gemacht. Aber jetzt nur für den Schuber... Würde ich sagen, das ist halt schade, weil der sieht so ultra cool im Regal aus. Der ist nice designed, der ist schwer, der erinnert mich an mein Glied. Aber am Ende des Tages geht's hier um das Herzstück und das sind die Manga. Und da muss ich wirklich sagen, diese Perfect Edition ist so mitunter eine der schönsten Sachen, die Carlsen im Sortiment hat. Der Manga ist zwar immer noch als Einzelbände bei Carlsen, aber diese ganzen Farbseiten, wie groß die sind, wie edel sich das auch anfühlt, wenn man das aufmacht, der Buchrücken bricht nicht oder dergleichen wie bei Monster beispielsweise. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Und vor allem muss man bei Neon Genesis Evangelion sagen, der Manga ist einfach tadellos gezeichnet. Viele mögen den Anime mehr, weil er quasi das Originalwerk ist, aber ich kann das so gar nicht sehen. Also ich finde, der Anime ist terrible gealtert und vor allem, wenn man keine Nostalgie hat und den heute schaut, keine Ahnung, fühle ich nicht. Der Manga hingegen ist so gut gezeichnet, also der ist easy, Top 10 bestgezeichnete Manga, die ich kenne. Und ich freue mich schon sehr, das durchzulesen. Und da kriegt ihr natürlich auch in der nächsten Woche wahrscheinlich schon eine Review zu. Weil, wie gesagt, mir fehlen nur noch zwei von diesen Perfect-Bänden. Und ich möchte unbedingt ein ganzes Video diesem Werk widmen, weil es ist ein Klassiker. Es ist super, super cool. Und ich freue mich mega, wenn ich das durch habe und in der Review für euch bearbeiten kann. Deswegen will ich gar nicht viel weiter drum reden, weil ihr kriegt ein extra Video dazu, sind wir ehrlich. Aber lass mich doch mal gern wissen, wenn du den Manga auch besser findest als den Anime. Gibt nicht viele von diesen Menschen, aber ich bin einer. Und ich habe den Anime komplett gesehen. Ah, das ist doch schon viel, viel besser. Fühl mich einfach gut, wenn Rei über meine Schulter guckt. Warte, was? Okay, kommen wir zum nächsten Banger im Raum. Darüber muss ich sowieso in nächster Zeit noch viel, viel öfter reden. Und wenn ihr die, ich glaube, auch heute erscheinende Peak-Folge gehört habt, dann wisst ihr schon, was jetzt kommt. Slam Dunk. Hayabusa hat Slam Dunk rausgehauen. Was soll ich dazu sagen? Ich kann gar nicht genug dazu sagen. Ich habe tatsächlich bis Kapitel 48 schon gelesen. Das ist so der erste Arc, das erste große Spiel endet da. Das hier umfasst 14 Kapitel, das sind immer so anderthalb Bände. Am Ende des Tages haben wir 20 Bände. Diese Edition sieht einfach mega, mega schön aus. Also wenn ihr die alten Bände im Vergleich habt, ihr könnt auch gerne die Peak-Folge, wie gesagt, die kommt heute raus, dazu schauen. Da seht ihr, dieses Cover ist einfach über allem erhaben und mir gefällt diese Aufmachung so, so gern. Die Übersetzung ist auch neu, also die wurde nicht einfach irgendwie übernommen oder die müsste auch direkt aus dem Japanischen sein. Steht auch hinten drin, direkt aus dem Japanischen. Ich finde es einfach so geil, dass Hayabusa diesen Move gepullt hat und Inoue wieder nach Deutschland holt. Jetzt brauchen wir nur noch Vagabond und Real und den platziere ich jetzt so, dass ihr alle ihn immer seht, weil ich so stolz drauf bin, dass er existiert. Hier, guck. Fleischwerbung! Aber wie gesagt, über Slam Dunk möchte ich gar nicht noch groß weiterreden, weil gerade zeitgleich mit diesem Video oder ein paar Stunden danach, an diesem Sonntag auf jeden Fall, ist auch die Folge meines Podcasts Peak zu Slam Dunk in Kooperation mit Carlsen und Hayabusa erschienen. Da könnt ihr auch einen 150-Euro-Manga-Gutschein gewinnen. Checkt einfach mal die Folge ab. Link ist irgendwo bei meinen Socials in der Beschreibung. Und machen wir weiter. Ach ja, der große Elefant im Raum. Ich habe schon eine Review gedroppt. Ich habe ganz vergessen, dass das diesen Monat war. Dorohedoro habe ich durchgelesen. Ich habe da, glaube ich, im letzten Update gesagt, ich bin bei Band 3 oder 4. Das habe ich natürlich relativ schnell danach durchgelesen. Da habe ich eine ganze Review hochgeladen. Deswegen sage ich dazu gar nicht so viel, weil das ist ein unfassbar besonderes Werk. Das wird nicht jedem gefallen. Ich finde es mega, mega cool. Mir gefällt es übertrieben. Die Charaktere haben mir so viel Spaß gemacht. Der Zeichenstil ist so besonders. Das Worldbuilding ist eins der besten überhaupt. Aber es ist ein Hit or Miss. Es kann dir auch absolut gar nicht gefallen. Guck am besten meine Review. Die ist auf diesem Channel. Die ist sehr ausführlich. Und da ist auch Gooby Fortnite dabei. Und das ist doch wohl mal ein Grund, da drauf zu klicken. Wenn wir schon über Dorohedoro reden, ich habe auch die vier erschienenen Didark-Bände diesen Monat gelesen. Didark ist das Nachfolgewerk von Kyu Hayashida. Geht sehr stark in die Dorohedoro-Richtung. Der Unterschied ist, Dorohedoro ist ein Seinen. Man sieht die ganze Zeit Brüste. Also legit einfach nur. Dorohedoro könnte auch Nippelhedoro heißen. Es ist
original das gleiche. Und Die Dark ist hingegen ein Shonen. Das ist eher auf Humor ausgelegt und mich hat es komplett abgeholt. Es hat den gleichen Humor wie Dorodoro. Es ist leichter verständlich, es ist aber trotzdem komplett abgespaced. Es geht quasi um einen jungen Dude, Saha Sanko heißt der, der im Weltraum unterwegs ist und alle jagen ihn, weil er eine ganz besondere Fähigkeit hat und was ganz Besonderes dabei hat, quasi so einen Rucksack, der sich immer wie eine Haut um ihn legen kann und ihn beschützt. Gleichzeitig sammelt er irgendwelche Knochen, weil das dann seine Waffen werden und so. Es ist komplett abgespaced, es ist verrückt, aber ich muss sagen, Die Dark hat mein Humor komplett getroffen. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, hey, ich habe Die Dark gelesen, ich fand's gar nicht lustig. Und dann muss ich sagen, keine Ahnung, ob du dann Dorodoro mögen wirst, aber ich finde das halt mega, mega witzig. Kommen wir zum nächsten Titel. Die Früchte der Platane. Ja, da habe ich jetzt mal aufgeholt. Kommt ja von Panini, ist eine meiner Lieblingslizenzen des Jahres gewesen. Also, der hat insgesamt 11 Bände, ist dann abgeschlossen. Es geht um den Kinderarzt. Ich habe schon mal sehr oft drüber geredet. Ich habe auch, glaube ich, ein ganzes YouTube-Video dazu hochgeladen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aktuell in diesem Band geht es um ein Mädchen, das Leukämie hat. Und der Kinderarzt hier, Marco, muss quasi versuchen, sie ein bisschen zu supporten. Hat gleichzeitig einen Clinch mit seinem Bruder. Es bahnen sich so Familienkonstrukte an, die irgendwie auf jeden Fall noch problematisch werden, weil der Bruder da sehr, sehr viel versucht reinzugrätschen. Er ist auch Kinderarzt, geht jetzt an die gleiche Klinik und gleichzeitig möchte Marco aber seinen Werten treu bleiben und hat noch diese Patientin, wie gesagt, 14, 15 Jahre alt, großer YouTube-Star, auch in diesem Manga und an Leukämie erkrankt und das ist einfach, das ist der schönste Slice of Life, den ich glaube ich habe, oder für mich ist es so ein richtiger Wohlfühl-Manga, ich liebe den, der macht mich einfach glücklich. Früchte der Platane, bitte holt es euch, wir müssen belohnen, dass diese Lizenz, die wahrscheinlich sich nicht sehr gut verkaufen wird, weil kein Mensch kennt die. Ich wünschte, das wird ein Anime kriegen. Das würde so gut als Anime funktionieren. Wir müssen es belohnen, dass es die gibt. Kauft das. So, bevor wir zu den Spicy Romance Sachen kommen, noch ein paar kleine Sachen. Und zwar gar nicht so klein. Ikarus von Taniguchi. Ich habe in der Peak-Folge schon drüber geredet. Ich habe es schon ewig hier stehen. Und ich habe es nie gelesen. Aber jetzt habe ich es mal gelesen. Und Taniguchi, den habe ich diesen Monat wieder ein bisschen auf dem Schirm. Ich möchte irgendwann alles von ihm haben. Ich habe mir auch einige Manga von ihm gekauft. Aber das hier ist kein Haul-Video. Wenn ich sie gelesen habe, dann werdet ihr sie sehen. Und danach möchte ich mir unbedingt Tezuka reinziehen. Also Osamu Tezuka. Das ist ja auch jemand, der hat Buddha gemacht und solche Sachen. Das ist der Godfather of Anime quasi. Das muss man eigentlich auch kennen. Aber hier jetzt Taniguchi mit Ikarus. Es geht um einen Jungen, der in der Zukunft quasi geboren wird und der fliegen kann. Und im Prinzip beschäftigt sich dieser Einzelband, wow, damit, was passiert, wenn in unserer Gesellschaft ein Baby geboren wird und das könnte einfach fliegen. Aber es ist nicht normal, weil alle anderen Menschen können nicht fliegen. Was macht die Wissenschaft? Wie werden die damit umgehen? Nehmen die das Kind gefangen? Wollen sie es als Waffe benutzen? Wie wird das Kind aufwachsen? Und das ist sehr, sehr spannend. Das erinnert mich teilweise sehr stark an Akira. Es ist auch in einer ähnlichen Zeit rausgekommen. Es ist nach Akira rausgekommen, aber dieses Setting, dieses Zukunftssetting, was die haben und diese Übermenschen, die da teilweise gezüchtet werden und die Kräfte, die der Hauptcharakter Ikaro hier hat, es ist eine Liebesgeschichte in Zusammenarbeit mit Möbius. Möbius, sehr berühmter französischer Comicautor, war eigentlich auf sehr, sehr, sehr viel Volumes ausgelegt, ist dann tatsächlich relativ schnell gedroppt worden und jetzt, als dieses Buch veröffentlicht wurde, Taniguchi hat nur die Zeichnungen übernommen, die Story ist komplett von Möbius, das Konzept auch und es ist auf jeden Fall worth für jeden, der sich ein bisschen für Manga-Geschichte interessiert. Für jeden, der sich nicht für Manga-Geschichte interessiert und einfach nur was Cooles lesen will, was ihm irgendwie unterhält, lass es liegen, es ist eher nix. Für mich war es auf jeden Fall worth, ich meine 20 Euro für so eine große Ausgabe, die ist so groß wie Lone Wolf and Cub. Hier, guck. Aber halt auch nur halb so dick. Dennoch, die ist ultra schön gebunden und ich habe mich abgeholt gefühlt zu Taniguchi. Ich fand das sehr, sehr wichtig, diesen Manga mal zu lesen. Der hat mir irgendwie viel gegeben und hier, guckt euch dieses wunderschöne Panel an. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist nicht für jeden was. Eher so für Feinschmecker, die auch mal was Älteres, Klassisches lesen wollen und sich fortbilden wollen. Ich denke, für die meisten von euch auf der Prio-Liste eher weiter unten. Und das ist auch in Ordnung. Aber das war nicht das Einzige, was ich von Taniguchi gelesen habe. Ich habe auch Ice Age Chronicle of the Earth gelesen. Das ist in 2 Bänden abgeschlossen. Und ich muss sagen, das treibt's auf die Spitze. Taniguchi selbst sagt, dass er mit diesem Manga am nächsten an den westlichen Comic rangekommen ist. Und ich verstehe, was er meint. Die Prämisse ist, sie spielt in der Zukunft. Die Welt ist quasi in so einer ewigen Eiszeit gefangen. Aber die Welt hat auch ein Eigenleben entwickelt. Und es gibt einen Protagonisten, der dann quasi mit der Welt redet, als wäre es so eine Gottheit. Und gleichzeitig gibt's Maschinen. Und ich sag's mal so, es ist super abgespaced. Es erinnert noch stärker an Akira als Ikarus, aber es hat echt einen schwierigen Lesefluss. Also ich habe eine 7,5 von 10 gegeben und ich finde, man hätte so viel mehr draus machen können. Also ich glaube, die Geschichte ist auf mehr Bände vielleicht ausgelegt worden oder vielleicht konnte er nicht alles machen. Es gibt auch einige Infos von Taniguchi hier drin, aber da sagt er eigentlich nichts, was in die Richtung hindeutet. Wenn ihr Xenoblade Chronicles Cross gespielt habt für die Wii U, dann ist das euer Ding, weil ich hab beim Blättern die ganze Zeit gedacht, das ist der gleiche Planet wie in Xenoblade, das ist Mira. Also, das hat so diese Vibes, was die da aus der Erde gemacht haben, dieses eigene Bewusstsein, diese Maschinen, die dann die Erde übernommen haben, die Eiszeit etc. Das ist ja alles ein Thema und das ist ein cooles Setting, aber es ist kein Must-Read. Ich muss ganz ehrlich sein, Ice Age Chronicle of the Earth bleibt nur in meiner Sammlung, weil es Taniguchi ist und weil ich alles von ihm haben will und weil er der Großmeister ist. Aber das ist eher so einer der schwächeren Taniguchi, würde ich sagen. Ich würde ihn euch jetzt nicht empfehlen, da gibt's lest erstmal Gipfel der Götter oder da gibt's andere, wo ich sagen kann,
die sind's eher. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Noch drei Titel. Zum einen möchte ich über Blue Box reden. Blue Box ist so ein Ding, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich in diesem Monat lese. Ich habe aus Spaß mal Band 4 geholt, weil ich lese den immer, wenn er rauskommt auf Deutsch. Und ich habe die ersten drei schon gelesen. Band 4 liegt jetzt schon länger hier rum. Dann habe ich ihn gelesen. Und der ist irgendwie mit einem Cliffhanger geendet. Und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche aktuell aufgeholt. Ich bin jetzt bei Kapitel 128. Auf Manga Plus könnt ihr das legal auf eurem Handy online lesen. Und ich muss sagen, ey, ich mag es voll gerne. Es ist für mich eine 7,5 von 10. Also es ist so eine süße Romance-Story. Es entwickelt sich auch noch weiter. Und was ich bei Blue Box ganz interessant finde, ist, dass umeinander rumgetänzelt wird. Das kennt man von Romance schon. Aber es wird so eine Spannung aufgebaut zwischen den Charakteren. Und man hofft einfach, die löst sich endlich bald mal irgendwann. Und wenn solche Dinge dann doch mal passieren oder so, dann ist man ganz aufgeregt selbst. Und Blue Box schafft es irgendwie so, dieses kleine Mädchen-Oru-Herz in mir zu wecken, dass ich denkt, ich bin so aufgeregt, ob sie mich jetzt wirklich mag, wenn meine Haare so liegen. Und keine Ahnung. Man muss auch sagen, gerade in Kapitel 100 rum gab es ein Tennisspiel, das ich sehr spannend fand. Also auch auf sporttechnischer Ebene konnte der dann irgendwann überzeugen und hat auch spannende Spiele hingelegt. Ich finde nur Basketball wird hier zu wenig beleuchtet. Die Hauptcharakterin Shinatsu spielt zwar Basketball, aber der Hauptcharakter spielt Tennis und Tennis wird da eher beleuchtet. Basketball spielt eher so eine Randrolle. Es gibt nicht so wirklich richtige Matches bis jetzt, aber bei Tennis schon. Und den Sportaspekt finde ich ganz cool. Warum ist es nur eine 7,5? Es ist halt auch nicht mehr als das. Ne? Es ist ein süßer Romance, es hat seine Sportelemente, das ist cool, aber es geht jetzt nicht so tief in die Substanz, dass man jetzt irgendwie weint oder dass man die ganze Zeit lacht oder so. Es ist einfach süß. Wo ich mich allerdings totgelacht habe bei jedem Band ist Kaguya-sama Love is War. Vielen, vielen Dank an Scratcher, der mir, glaube ich, irgendwie 10 Bände geholt hat. Dann habe ich mir nochmal 5 selbst geholt. Aktuell gibt es 15 Bände. Nee, es gibt 22 in Deutschland. Ich habe 15. Der 23. kommt bald und es ist mit 28 oder 29 in Japan abgeschlossen seit letztem Jahr. Das ist so lustig. Ich, bei jedem Band, eigentlich habe ich das gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist gar nicht mein Humor. Das ist doch so richtiger Mädchenkram, dachte ich. Es geht quasi um ein Mädchen und ein Jungen, die an eine Schule zusammengehen und die sind so die Elite-Schüler da und die sind beide ineinander verliebt. Aber die wollen den anderen dazu bringen, dass er zuerst seine Liebe gesteht. Und die machen da so einen Krieg draus und sagen so, wenn ich das jetzt mache, dann könnte er das als Geste in seine Richtung deuten. Aber wenn ich es nicht mache, dann verliere ich ihn vielleicht und so. Aber die versuchen im Prinzip dem anderen, das ich liebe dich zuerst zu entlocken. Und ey, das ist so lustig. Bei jedem Band sitze ich 3, 4, 5 Mal da und lache laut. Und wenn Manga das geschafft hat, dann ist der einfach humormäßig komplett auf meiner Lane. Ist auch vom selben Typ, der, wenn ich mich nicht täusche, Mein Star aus Shinoko gemacht hat, wo jetzt der Anime rausgekommen ist und was ja auch sehr, sehr gut läuft und ganz kurz mal auf der 1 war, sogar auf My Animalist. Sehr, sehr lustiger Manga. Gefällt mir gut. Es ist jetzt nichts, wo man sagen muss, man erwartet was krass Deepes, zumindest aktuell nicht. Ich habe jetzt Band 9 gelesen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das auf jeden Fall im Dezember weiterverfolgen, weil das ist auch so ein Feel-Good-Ding. Das hat mich richtig wholesome gemacht. Also da kommt auf jeden Fall safe noch eine Review. Also die möchte ich auch eigentlich dieses Jahr noch droppen, weil das hat mir so ein bisschen so die Welt der Romance eröffnet. Ich finde es einfach so lustig. Aber ich habe auch einen verschrobenen Humor. Wobei, es ist ja sehr erfolgreich. Viele sagen, es ist der beste Romance. Also viele werden den gleichen Humor teilen. Und der Anime soll auch ganz gut sein. Jetzt kommen wir zum letzten, was ich im November gelesen habe. Und zwar erst heute Morgen fertig. Und wo ich sagen muss, Digga, das ist eine 10 von 10. Episode A. Die One Piece Side Stories, die sind in 2 Bänden abgeschlossen und Carlsen hat den letzten vor ein paar Tagen veröffentlicht. Ich zeige euch mal was ultra cooles. Guckt euch das an mit dem Cover. Ist das nicht geil? Und ich bin ja gar nicht so der große One Piece Fan, ne? Ich bin bei Kapitel 1099 jetzt. Ich glaube 1100 ist jetzt das nächste, was kommt. Und ich ziehe mir das immer rein, ich ziehe mir immer die Spoiler rein, dann lese ich die Kapitel und ich will schon wissen, wie es ausgeht. Und ich habe auch Liebe für One Piece, aber ich kritisiere einfach den Manga sehr stark im Pacing, im Paneling, im Zeichenstil. Der hat da sehr stark abgebaut und ich finde, der hat sehr viel Schwächen. Aber das hier, das ist Peak One Piece. Erstens erfahren wir über einen der coolsten Charaktere aus One Piece viel, viel mehr, und zwar Ace. Das ist einfach so eine 4 Kapitel lange Side-Story von Ace. Und ihr fragt euch jetzt, 2 Bände, 4 Kapitel? Ja, denn im ersten sind quasi 2 Kapitel von Ace, jedes geht so 50 Seiten und danach ist so eine Zorro-Side-Story nochmal neu aufgelebt, und zwar der Zorro-Mihawk-Fight, ganz am Anfang auf dem Baratie. Der ist hier nochmal von Boichi neu gezeichnet. Boichi kennt ihr auch, Sun Ken Rock, Dr. Stone, ultra bekannter Mangaka, für viel Fanservice auch bekannt. Und hier auch wieder 2 Kapitel, wie Ace quasi Whitebeard joint, sind wir hier drin, und dann ist noch der Kampf von Nami gegen diese Seifenblasen-Tussi da gezeichnet, in Boichi-Stil. Also, Digga, da denkt man sich schon das ein oder andere Mal, vielleicht muss ich den Manga jetzt weglesen. War eine harte Entscheidung, den im November rauszubringen von Carlsen, weil No Nut funktioniert natürlich bei Boichi nicht. Spaß beiseite. Aber für mich war der wirklich eine 10 von 10. Also, ich muss sagen, Ace war ein Charakter, der war mir im Manga selbst, weil ich ja nicht jede Woche gelesen habe, seit ich klein bin, und dann ist der mir so ans Herz gewachsen, sondern ich habe das relativ schnell durchgelesen und der ist mir nicht so ans Herz gewachsen, weil man hat nicht so viel über ihn erfahren. Dann erst später im Nachgang mit Sabo und so. Dieser Manga hat es aber geschafft, dass Ace bei mir in der Popularität richtig hoch nochmal gestiegen ist. Ich verstehe jetzt richtig, warum man ihn mag. Ich verstehe es immer noch nicht ohne diesen Manga, weil ich denke mir,
Er war halt nicht viel da und dann war es, wie es war. Aber dieser Manga macht ihn so sympathisch, wie der auch aufgebaut ist, dass der Erzähler dieser Geschichte quasi ein Buch schreibt und das dann auch die Episode A ist, wie der Manga heißt. 10 von 10. Jedem One Piece Fan kann ich es auf jeden Fall ans Herz legen. Und jedem, der gerade erst One Piece anfängt, sobald ihr mit Band 50 oder so müsste es sein, 55 irgendwie, ihr wisst, wann ihr ihn lesen könnt. Sobald passiert ist, was passieren soll, lest ihn. Ich wollte euch jetzt auch zeigen, wie cool der aufgemacht ist, aber ich glaube, dann Spoiler. Ich, nee, hier nicht. Also im ersten würde ich spoilern, wenn ich jetzt aufmache, aber hier, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist mega, mega cool. Da haben wir so ein, ey, Boichi ist aber auch so ein krasser Zeichner. Ich würde alles dafür geben, dass Boichi einmal One Piece komplett zeichnet. Das wäre, Digga, das wäre das Allerbeste. Guckt euch das an, Digga. Ich kack ab. Also das war wirklich, das hat mich überrascht, weil ich habe auch nicht viel erwartet, aber mega. Kann ich jedem wirklich ans Herz legen, also jedem One Piece Fan, weil Ace ist hiernach echt in meiner Popularität gestiegen und Whitebeard auch. Krass. So, das waren alle Manga, die ich im November gelesen habe. Hat dir irgendeiner gefehlt? Was hast du gelesen? Wo sagst du, ey Oru, das musst du im Dezember lesen? Oder wo sagst du, Oru, ich freue mich mega auf deine Review dazu. Safe werde ich Neon Genesis Evangelion und Kaguya Summer reviewen und zu Slam Dunk kommen die Tage auch ein paar Instagram-Posts. Also, ich denke, wir haben ausgesorgt und ich bin gespannt, was im Dezember abgeht. Ich möchte Kaguya Summer auf jeden Fall weiterlesen und, wie gesagt, Neon Genesis Evangelion fertig und mal gucken, was ich dann mache. Vielleicht gehe ich mal langsam ganz an. Ja, was hast du im November gelesen? Lass mich gerne wissen. Was hast du bis Ende des Jahres noch vor? Mach's wie die Leute, die hier vorbeilaufen, mich monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützen und dafür sorgen, dass ich irgendwann nur noch diese Videos machen und Manga lesen kann und nie wieder arbeiten gehen muss. Das wäre ein Traum. Wir sehen uns. Ciao.